Hi ho und willkommen zurück, meine lieben Rollenspiel- und Zwergenfreunde zu Pillars of Eternity. Ja, wie versprochen habe ich den Quicksave nochmal geladen, nachdem uns die Flash-Golems und die ganzen Sträflinge überrannt haben das letzte Mal. Und deswegen stelle ich mich jetzt erst einmal ordentlich auf, I'm ready. Bevor ich mit einem meiner Chars mit dem Typ nochmal rede. Ja, der halbwüchsige Junge, Seele erkunden. Dann sehen wir nochmal, dass das keine richtige Seele ist, sondern so eine Art Parasit. Ja, die Seele, der du dich näherst, ist die falsche, eine parasitäre Pflanze, die ihren Wirt langsam erdrosselt. Du stehst jetzt in der Zelle und dann sabotierst du die Maschine mit einem Golem und so weiter. Ja. Die eine Hülle, das eine Hohlgeborene dreht durch. Genau. Und so weiter. Plötzlich wirst du wieder in die Realität gerissen und der einst katatonische Knabe der Zelle blickt dich unmittelbar an, musterberechnend. Es gibt keinen Zweifel mehr daran, dass du dass aus der geliehenen Hülle die Seele des Mannes blickt, der deine Erweckung verursacht hat. Ein Wächter. Also ist das, rede ich gerade wirklich mit dem Anführer des bleiernen Schlüssels. Ich glaube, wir haben eine gemeinsame Vergangenheit. Ich suche nach Antworten. Ach, tatsächlich? Er gibt sich keine Mühe, das Desinteresse in seiner Stimme zu verbergen, aber er studiert weiter deine Augen. Er stößt ein leichtes Grunzen aus und sein Blick wird vorübergehend weicher. In diesem Augenblick scheint es, als würde er dich erkennen. Er öffnet seinen Mund, um zu sprechen, scheint sich aber es anders zu überlegen und bleibt stumm. Er beißt den Kiefer zusammen. Ich kenne deinen Blick, deinen Hunger, den Hunger nach Antworten, die nicht zu greifen sind. Er nagt an deiner Seele. Er untergräbt deinen Daseinszweck. Du bist wie alle anderen. Ich werde dir helfen, loszulassen. Er bringt sich außer Reichweite, indem er mit verblüffender Anmut nach hinten ausweicht. Auf seinem Gesicht siehst du keine Bosheit, nur die Sachlichkeit eines Bauern, der ein krankes Tier von seinem Leiden erlöst. Dann plötzlich taumelt er nach vorne. Genau. Jetzt übernimmt er Besitz von den Golems. Von drei Stück. Öffnet die Zellentüren. Und das geht los. Erstmal die Golems, die sind härter. Quest abgeschlossen, der wartende Mann. Großes Abenteuer abgeschlossen. Sagani kehrt mit Erfahrungspunkten und Gegenständen zur Festung zurück. Neue Mission gibt es zurzeit nicht. Wie sieht es bei meinem Bauvorhaben aus? 18 Stunden. Okay. Alof, wir brauchen... Versuch's mal mit den Supergeschossen. Und eine Rüstung. Und der Zettel da oben will nicht verschwinden. Super. Na gut. Irgendwie kriegen wir das hin. So, jetzt brauche ich solche Streugeschosse mal. Okay, die Patienten sind wirklich nicht der Rede wert. Paladina ist wieder in ihrem Superzustand. So, Alof, schaff uns mal die vom Hals. Okay, wir sind einen Fleischgolem schon mal losgeworden. Du mach mal deine, wie heißt das nochmal, deinen heiligen Glanz. Oh, der Fleischgolem steht gar nicht mehr so schlecht. Für einen Feuerstrahl. Ja, das scheint weh zu tun. Oh, das tut aber auch Kada weh. So. Und den letzten, den kriegen wir auch noch so klein.
Und weg mit dir. So, dankeschön. So, das Zeug nehmen wir alles an uns, auch wenn es hauptsächlich wertlos ist. Tja, der Junge kann es auch nichts mehr sagen. Der hat aber 90 Kupferpanzer hier versteckt. Die Cyber stinkt nach Innereien. Die Kette stöhnt unter dem zusätzlichen Gewicht. So. Kurzes Quicksave. Und dann versuche ich mal kurz die Schriftrolle da oben wegzukriegen. Sonst nervt die uns das ganze Spiel über. Und so wie es sich das anhört, geht im ganzen, gerade im ganzen Sanatorium die Kacke los. Der wird ja jetzt nicht alle Fleischgolems übernommen haben. Oder Fleischkonstrukte, wie sie heißen. So, die Schriftrolle ist weg. Oder klang das vorher auch schon so schlimm? Doch, er hat alle übernommen. So. Kann ich dich umschmeißen? Ja, ich hab's mich jetzt versuchen können. Was steht denn in meinem Dings? Ich habe einen Agenten des bleibenden Schlüssels im Sanatorium enttarnt. Er hat die Fähigkeit, die Kontrolle über Menschen mit schwachen Sehen zu erlangen. Auf diese Weise nutzt er einen der Patienten. Nutzte er einen der Patienten, um Kepman Assos Beseelungsforschung zu beeinflussen. So, der ist auch weg. Oh, da sind die Wichte entkommen. Wow, zurückziehen. Da kommt ein Fleischgolem und da ist noch einer. So, jetzt legt euch noch mit dem an. Gut. Wäre das auch erledigt? Ah, und die bestehen auch aus Gefäßfleisch. Hm. Naja, okay, es sind Fleischkonstrukte. Aber ganz ehrlich, dass bei einem Sanatorium solche Dinger als Wachen benutzt, ist auch nicht gerade vertrauenserregend. Die Wichtel, die sind höchstens nervig, aber nicht gefährlich. Also nicht mehr. Die waren, als wir Level 2 oder 3 waren, waren die gefährlich, aber nicht mehr als auf Level 7. Da war eher das verstecktes Objekt gefunden. See now what the flame has shown us. Wo haben wir ein verstecktes Objekt gefunden? I'll see what I can find. Hä? Automatische Pause. Verstecktes Objekt gefunden. War das jetzt gerade irgendwie ein Bug? Weil ich war ja nicht mal im Suchenmodus. Da könnte ich immer noch stehen, aber das will ich immer noch nicht. Ich sehe jedenfalls kein verstecktes Objekt hier. So, ich sollte vorsichtig weitergehen.
erstmal hier drüben nachgucken. Weil ich muss auch gucken, ob ich dem dem hier Bescheid sagen, gucken, ob ich ihn rausschaffen kann, wenn er noch hier ist. Ja. Was hast du getan? Du hast gegen ihren Willen Experimente am Patienten durchgeführt, ihre Sehnen verstümmelt. Ich habe es mit eigenen Augen gesehen. Also das Gesicht verliert auch noch das letzte bisschen Farbe. Wie ist das möglich, dass du... Es musste getan werden. Ecklemore und die anderen, sie haben mir alles genommen. Alles, wo ich so kurz vor dem Ziel stand. Ich musste es wissen. Ich musste wissen, wo ich fehlgegangen war und warum. Überleg doch, was ein Erfolg bedeutet hätte. Ich hatte einen Weg gefunden, all diese Hohlgeburten in so etwas wie einen echten Menschen mit echter Persönlichkeit zu verwandeln. Und mit einigen Frühsprechern und noch in einigen Jahren der Forschung, wer weiß. Niemand ist der Lösung des Vermächtnisses hier so nahe gekommen. Deswegen muss ich meine Arbeit fortsetzen. Deswegen muss ich alles riskieren, indem ich hier im Geheimen arbeite. Deswegen musst du für mich Ecklemore anlügen. Sag ihm, du konntest jeden Verdacht ausräumen. Also, wir können sagen, wir werden sehen. Was wahrscheinlich die perfekte Hagrim-Antwort ist. Wenn sich dadurch vielleicht das Vermächtnis aufhalten lässt, sichere ich dir mein Schweigen zu. Ist eher halt Paladin-Antwort. Und ich werde dich als das entlarven, was du bist, ist eigentlich auch eine Paladin-Antwort, weil die armen Irren verdienen auch ihre Gerechtigkeit. Also, wir werden sehen. Ich vertraue darauf, dass du tust, was für den Dürrwald richtig ist. Gib nicht allen die Verantwortung für meine Fehler. Hatte ich nicht vor. Und sind hier noch Wichtel? Nein, aber noch ein Fleischkohlen. Beziehungsweise Fleischkonstrukt. Also mir würde wohl mich werden, wenn ich sehen würde, dass meine Verwandtschaft bei so einem plötzlichen Fleischkonstrukten untergebracht ist. So, die Assistentin hier ist abgehauen. Hier ist auch niemand drin. Sind alle geflüchtet? Nein, du bist noch da. Der Oberwächter muss erfahren, was hier unten vorgeht, allerdings. Was sagst du? Ah ja, die hat immer noch ihre Notizen verlegt. Ich verschwinde hier, es ist nicht mehr sicher. Ja, besser ist das, Kumpel. Ich glaube, wir sagen dem Oberwächter einfach die Wahrheit, dass ein Parasit vom bleiernen Schlüssel dem seine Experimente sabotiert hat. Und dann werden wir ja sehen, worauf es hinausläuft. So, hallo. Was aber ist in der Welt sonst passiert? Du hattest nur die Erlaubnis, Fragen zu stellen. Es ist kompliziert. Ein Patient, Uskrim, arbeitete für den bleiernen Schlüssel, allerdings ohne es zu wissen. Oberwärter Ecklemore, du beendest die Erklärung, Ecklemore bricht sein Schweigen. Ich habe Berichte gelesen von Menschen, die zu dem fähig sind, was du beschreibst. Es gibt nur sehr wenige dieser Berichte. Sie sind allesamt kurz und niemals verlässlich. Manche glauben sogar, sie alle würden ein und dieselbe Person beschreiben. Sollte sich eine solche Person hier unter uns befinden... Und unser Niedergang planen, erhält ich doch wieder einen Körper, um in dieser Zeit der Not wirklich von Nutzen sein zu können. Ich fürchte mich vor der Zukunft. Ich bin dankbar, dass du Bedrohung beseitigen konntest, ehe unschuldige Leben gefordert wurden. Es hat nicht viel zu einem
Es hat nicht viel zu einem weiteren Skandal gefehlt. Was ist mit Azo? Welche Rolle haben seine Experimente in dieser Katastrophe gespielt?